Es kommen immer die Erinnerungen. Ich heiße Naomi. Geboren wurde ich im Westen Kameruns. Ich wollte Fußball spielen, Pässe spielen, Tore schießen, gewinnen. Ich fragte mich ständig, ist das Baby im Bauch gesund? Meine Tochter kam um 21 Uhr zur Welt. 3400 Gramm. 50 Zentimeter. Ich wusste nicht, dass man es bei Frauen auch macht. Ich habe meine Tochter weinen hören. Ich habe an die Schmerzen gedacht, die sie haben würde. Ich habe das nicht zugelassen. Mein Ziel war, einen Ort zu finden, wo ich mit meiner Tochter leben konnte. In Frieden. Sie brachten uns nach Libyen. Der Mann richtete die Waffe auf den Kopf meiner Tochter. Das Boot war nicht stabil. Dann kamen die Wellen. Ich sank, tauchte wieder auf. Ich kann nicht schwimmen. Ich wusste nicht, wohin ich trieb. Ich trampelte mit den Beinen. Ich habe versucht, auf mich aufmerksam zu machen.